Herzlich willkommen aus Wölf. Heute steht hier das A-Liga-Gipfeltreffen an zwischen dem SV Wölf und der SG Eiderfeld-Leimbach 2. Wobei 2 ist heute, naja, also ich habe gerade mal auf die Aufstellung geguckt, die wurde mir hier handschriftlich quasi ausgefüllt. Da findet sich dann ein Nils Wenzel, ein Bartosz Witkowski, ein Dominik Hanslik, ein Simon Schilling, auf der Bank noch ein Daniel Mertens. Also so ein bisschen ungleiche Waffen heute. Die Regeln machen es aber möglich. Das ist heute nicht keines der vier letzten Spiele. Deswegen kann Eiderfeld-Leimbach nochmal richtig aufmunitionieren, um sich hier quasi den Matchball für Samstag zu verschaffen. Das Spiel war vor 2 Monaten abgebrochen worden. Am Ende wurde die Schuld dem Schiedsrichter gegeben. Heute geht es bei 0-0 los, damals 2-2. Wir sind gespannt, ob die Wölfer mit genug Einstellung hier dem haushohen Favoriten irgendwie ein Bein stellen können. Ja, die Anlage des SV Wölf, eine wunderbar gepflegte Sportstätte. Große Mannschaften waren hier schon zu Gast. Heute eben eine Verbandsliga-Truppe. Und dann wurde natürlich auch für die vielen, vielen Zuschauer, für die kulinarischen Gelüste ordentlich was geboten. Ja, und hier natürlich auch der Grund, warum das heute wiederholt wurde. Und Kreisschiedsrichter-Obmann Steffen Gaschitz ließ es sich nicht nehmen, das hier selbst zu leiten. Denn ein Spielabbruch machte ja die Wiederholung dieser Partie hier notwendig. 600 Zuschauer bei teils strömenden Regen. Und damit rein in die Partie. Wölf ganz in Rot, hier direkt im Angriff. Hier ist er Spieß mit einem langen Abschlag. Pomnitz verdattelt hier den Ball und Prinz Julius Herber spielt auf Matza und der mit dem 1-9. Yannick Hilbert klärt noch vor der Linie. Ein Hammerbeginn hier. Der Ball natürlich auch nass. Das sehen wir jetzt hier. Die Eiderfelder mit dem ersten Angriff. 13. Minute und Spieß. Die berühmte heiße Kartoffel. Während Eiderfeld tatsächlich auch Spieler der zweiten hatte. Hier Ali Doku fast mit dem 0-1. Nach einer guten Viertelstunde, was aber 20 Minuten später passieren sollte. Bartosz Witkowski hier auf Hanslik. Und da steht es 0-1 für Eiderfeld-Leimbach 2. Und dann konnte man auch schon essen gehen. Würstchenpause! Ralf, habt ihr noch eine Wurst? Na klar, haben wir noch eine Wurst für dich. Halt, da kommt doch nichts drauf. Die ist von Müller. Zweite Halbzeit. Jetzt mal ein Freistoß. Marco Matza, probiert's mal. Dennoch stand es nur 0-1. Er fällt natürlich mit viel Ballbesitz. Wölf hielt tapfer, kämpferisch dagegen. Aber sowas kann man da nicht verhindern. Ja, und sogar Wölf kam ab und zu tatsächlich vor das Tor und das auch gar nicht so ungefährlich. Hier sieht man auch immer, wie viele Zuschauer hier trotz des Schmuddelwelders zugange waren. Hier wieder Marco Matza und der Ball auch hier wieder ein bisschen rutschig. Nichtsdestotrotz, Eiderfeld natürlich mit gefälliger Spielanlage. Hier hinten Nils Wenzel aus dem Hintergrund und Wölf mit vereinten Kräften an den Pfosten. 54. Minute, Nils Wenzel, Schlitzohr, probiert's mal mit einem Freistoß direkt, 0-2, Riesenjubel auf der Eiderfelder Bank, wo der etatmäßige Kapitän Würstchen essen durfte, musste, konnte. Und das war jetzt schon ein dickes Brett für Wölf zu bohren, denn Eiderfeld spielte auch weiter nach vorne. Hier kommt der Ball zu Witkowski, der umkurvt alle, muss ihn nur noch reinschieben und liegt neben das Tor. Gute Stunde gespielt. Das Wolfsrudel zeigt dir natürlich immer mal wieder, warum sie da oben stehen in der Tabelle. Hier kommt Bastian Wiegand an den Ball. Auch hier gerade noch geklärt. Und 3 Minuten später. Matza verliert hier den Ball. Schwalbach für Wölf mit einem seiner gefürchteten Pässe, aber in die falsche Richtung diesmal. Und da ist er wieder. 0-3. Dominik Hanslik. So einfach wird es seinem Bruder heute im Pokalfinale wahrscheinlich nicht gemacht, denn der spielt mit Kaiserslautern gegen Leverkusen. Und damit war der Drops hier gelutscht. Auch wenn Matza hier eine Viertelstunde vor Schluss nochmal Budenz testete. Insgesamt eine starke Leistung der Wölfer. Die sich nie aufgaben. Es ging immer weiter, immer nach vorne. Man versuchte trotz 0-3 Rückstand nochmal zu treffen.
und dann war Feierabend. Und hört euch einfach mal an, wie die Zuschauer hier in Wölf nach dem Spiel das alles nochmal feierten, denn die Wölfe konnten erhobenen Hauptes gegen eine solche Truppe vom Feld gehen. Bei mir Margo Matscha. Ja, bisschen schwierig heute. Ihr habt euch gerade den Applaus von den Zuschauern abgeholt, weil ihr euch, glaube ich, ganz wenige Vorwürfe zu machen habt heute gegen so eine Truppe. Was war das heute für ein Spiel aus deiner Sicht? Aus meiner Sicht, also ich glaube, jeder, der so eine erste Mannschaft hatte in der Verbandsliga, wäre das gemacht wie Eidefeld heute. Deswegen, wir sind überhaupt nicht sauer oder irgendwas, was sie sagen. Die haben alles nachgeholt, was sie gerufen haben. Ist einfach so. Das ist Fußball, gehört dazu. Es war leider ein Nachholspiel. Und ich muss einfach gratulieren, die haben besser Fußball gespielt und verdient 3-0 gewonnen. Okay, das klingt sehr, sehr fair. Die Stimmen hier draußen waren ein bisschen andere, die natürlich dann schon so ein bisschen, es hat er so viele, hätten wir auch einen anderen Trainer hinstellen können fast. Du blickst jetzt einfach nach vorne? Ja klar, ich blick nach vorne. Wir haben noch 2 Spiele zu erledigen und die spielen bei uns hier daheim. Und wie gesagt, wenn wir alle beide Spiele gewinnen, da sind wir sicher in der Relegation. Und das war eigentlich unser Ziel. Klar, wer heute war vielleicht mehr drin. Aber wie gesagt, gegen so eine Truppe ist einfach so. Man muss damit leben und weitermachen. Du hättest vielleicht auch selber das Spiel in eine andere Richtung drücken können. So ein Freistoß schießt auch schon mal rein. Und das erste Ding auf die Linie geklärt. Hadert man da auch mit sich selbst? Doch, bei dem Essen klar, weil hätte ich da fallen lassen, wäre eigentlich klar der Elfer. Aber ich habe gemerkt, das Ding geht ins Tor. Und ja, dann habe ich einfach lassen, der klärt das vor der Linie. Aber wie gesagt, ich kann die Jungs sehen, wie das dann. Das ist ja einfach überragend, was sie für uns machen und was wir hier die letzten 10 Spiele geleistet haben, 10 Siege in Folge. Und heute gegen so eine Mannschaft kann man einfach verlieren. Aber wie gesagt, die Jungs sind positiv, die Jungs sind geil drauf. Und mit offenen Brust und wie gesagt, geil, erwarten wir auf Marcel im großen Mann. Ja, jetzt bei mir Benny Wolf, Trainer der SG Eidelfeld Leimbach. 1 oder 2? 2 natürlich. 2 natürlich, aber heute war es schon ein bisschen auf Verbandsliga-Trainer. Ja, aber als Verbandsliga-Trainer, ich sag mal, wir haben den Luxus, dass wir das machen können und das würde jeder andere auch machen. Und wir haben es gemacht natürlich, warum auch nicht. Wir haben ein Ziel, wir haben Woche für Woche gearbeitet, wir haben auch schon mit ganz anderen Mannschaften gespielt und auch zu Recht gewonnen. Ich erinnere mich ans Hinspiel, da war nur ein Robin Zorc dabei und ein Jim Pommel. Da haben wir 5-2 gewonnen und heute, klar, hatten wir mehr Verstärkung, aber wir hatten trotzdem einen Kader. Und nur da drauf zu schieben, funktioniert nicht. Ist mir zu einfach. Wir arbeiten Woche für Woche, es hat sich jeder verdient. Und wir gehen als glücklicher Sieger vom Platz und am Sonntag unseren Matchball zu Hause gegen Unterhauen. Genau, das ist das Stichwort. Sonntag wollt ihr natürlich alles klar machen. Da kann auch nichts mehr schief gehen jetzt gefühlt, oder? Ja, was heißt gefühlt nichts mehr schief gehen? Wir dürfen auch nicht vergessen, mit Fabian Kalle haben wir einen Topstürmer, auch in Unterhauen in den Reihen, der seine 40 Tore gemacht hat. Wir müssen weiter konzentriert arbeiten. Wir werden wieder mit einer anderen Mannschaft spielen, aber ich sag mal, wir haben jetzt den ersten Matchball und wir brennen für Sonntag. Also man merkt das auch Woche für Woche wieder. Das Solstow-Spiel war ein guter Dämpfer für uns. Das hat mal so ein Hallo wach. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, wie wir die Wochen wieder trainiert haben, teilweise mit 25, 30 Mann. Bisschen gemischt. Der Zusammenhalt ist klasse. Die Bereitschaft ist da, jeder für jeden. Ja, ich bin einfach nur stolz auf das große Ganze. Es geht nicht nur um uns, erste Mannschaft, dritte Mannschaft, sondern wir gehen hier vom großen Ganzen und das ist eine Familie, die wir hier sind. Und das merkt man einfach die letzten Wochen, wie eng wir zusammenrücken. Und da Chapeau an alle, die da mitmachen.